Freiheit, der goldene Mond, der hinter unseren Bäumen am Himmel oben wohnt. Er kommt am späten Abend, wenn Wer hat die schönsten Schäfchen? Das Lied kennt ihr wahrscheinlich. Ein Schlaflied. Mit jeder Begleitung, die ich in jeder Strophe geändert habe, könnt ihr auch das ganze Lied spielen. Das könnt ihr natürlich euch wie immer selbst aussuchen. Ich habe die erste Strophe gespielt mit einem einfachen Abschlag und zwar 2 in einem Takt. Also ein gleichmäßiger Abschlag, aber langsam. Dann die zweite Strophe war der Allround-Schlag 1, der ging so, 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und. Die dritte Strophe habe ich mit dem einfachen Plektrum-Picking gespielt, das heißt, ein Schlag runter und dann 3 einzelne Töne von unten nach oben. Das Ganze wird so gezählt, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Im Lied dann etwas schneller. Die vierte Strophe habe ich dann nur mit den Fingern begleitet, das heißt gezupft. Daumen, Zeige, Mittel, Ringfinger. Das ist die Zuordnung. Wenn der Bass geändert wird, macht das natürlich nur der Daumen. Die anderen drei Finger bleiben auf den unteren drei Saiten. Bei D wäre das so, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bei A würde man die A-Seite nehmen. Und bei E-Moll zum Beispiel die dicke Seite. Die letzte Strophe habe ich mit einem Wechselbass gespielt. Das heißt, der Bass wechselt nach jedem Zwischenton. Das heißt, der Bass wechselt hin und her, dazwischen gibt es noch Zeige- und Mittelfinger. Ich mache es mal auf D vor. Daumen, Zeige, Daumen, Mittel. Daumen, Zeige, Daumen, Mittel. Das muss man natürlich, wenn man es nie gespielt hat, erstmal ganz alleine üben und dann vielleicht mit dem Lied kombinieren. Okay, das war's schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und leitet das vielleicht an Freunde, Freundinnen weiter, die das auch gebrauchen können. Bis zum nächsten Video. Ciao.